Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich einen undichten Siphon wieder dicht bekommt, wenn dieser einfach tropft oder zum Beispiel Dichtungen kaputt sind. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Das Ganze funktioniert beim Siphon aus Kunststoff bzw. aus Chrom relativ ähnlich. Und zuerst einmal sollten wir wirklich darauf achten, dass wir genug Platz unter dem Waschbecken haben, ein altes Handtuch drunter legen, auch eine leere Schüssel bzw. Schale und wer sich dann natürlich auch noch etwas ekelt, darf gerne auch Handschuhe anziehen. Zuerst mal müssen wir herausfinden, wo unser Siphon überhaupt genau undicht ist. Hier haben wir normalerweise gar nicht so viele Möglichkeiten, denn entweder es liegt an einem der drei Verschraubungen. Da können wir dann auf jeden Fall gleich mal testen, ob wir nicht die Verschraubung per Hand etwas stärker im Uhrzeigersinn anziehen können, denn meistens ist das auch schon die Lösung. Oder aber es kann auch sein, dass zum Beispiel unser Wandanschluss hier hinten undicht ist. Das erkennt man am leichtesten, indem man einfach mal die Rosette noch etwas weiter vorschiebt. Und dann sieht man auch, ob es hier zum Beispiel etwas nass runterläuft. Wenn es bei dir natürlich jetzt so ausschaut, dass auch irgendwie ein Loch in diesem Rohr drinnen sein sollte, dann kann man das Ganze einfach wirklich sehr schwer richten. Und ich empfehle dir auf jeden Fall, gleich einen neuen Siphon zu kaufen. Der kostet auch nicht die Welt. Und wie man diesen dann richtig austauscht, dafür habe ich natürlich auch schon ein extra Video auf meinem Kanal gemacht. Wenn die Verschraubungen trotz Nachziehen immer noch undicht sind oder beim Wandanschluss etwas undicht ist, dann sollten wir den Siphon auf jeden Fall mal abbauen. Davor würde ich trotzdem empfehlen, dass wir auf jeden Fall mal einen Stift zur Hand nehmen und uns hier hinten bei dem Rohr genau bei der Gummimanschette eine Markierung machen. Denn dadurch können wir anschließend auch gleich erkennen, ob das Rohr nicht zum Beispiel auch zu kurz ist. Im nächsten Schritt müssen wir unsere Überwurfmutter mal an der Ablaufgarnitur gegen den Uhrzeigersinn lösen. Das sollte normalerweise auch per Hand schon möglich sein und im Notfall können wir aber auch eine Wasserpumpenzange nehmen und natürlich einen Lappen darunter legen, dass wir nicht zu viel verkratzen. Das Gewinde betrachtet man übrigens hier von unten, deswegen drehe ich jetzt auch in diese Richtung einmal und wenn es gelöst ist, dann können wir nämlich auch schon den Siphon etwas nach unten geben und durch leichte Drehbewegungen hier hinten aus unserer Wand herausnehmen. Jetzt ist wichtig, wir sollen den Siphon auf jeden Fall nur nicht kippen, denn hier unten im Rohr befindet sich noch altes Abwasser und dann einfach mal dieses Wasser nach hinten rausschütten. Nun sollten wir auf jeden Fall die Dicke unserer Gummimanschette mal noch nachmessen. Bei mir sind das genau 3 cm und danach schauen wir uns mal die Markierung von unserem angezeichneten Rohr etwas genauer an. Bei mir sollte das auf jeden Fall passen, da die Markierung bei 4 cm liegt und somit noch circa 1 cm bei der Gummimanschette übersteht. Wenn das Ganze natürlich zu kurz ist, dann kann es auf jeden Fall sein, dass dadurch auch diese Undichtigkeit entstanden ist. Wenn nicht, dann müssen wir mal noch weiter schauen, denn dann kann es auch sein, dass unsere Gummimanschette hier natürlich auch irgendwo eine Undichtigkeit hat. Meistens erkennt man das relativ gut, ob irgendwo ein kleiner Riss zum Beispiel drin ist und da hilft es dann einfach nichts. Da müssen wir unsere Gummimanschette rausnehmen und natürlich auch eine neue wieder einbauen. Wenn in deinem Fall alles passt, dann kann es eigentlich nur noch sein, dass zum Beispiel das Rohr dahinter in der Wand verstopft ist und dadurch einfach drückendes Abwasser von der anderen Seite diese Undichtigkeit verursacht. Hier haben wir eigentlich nur die Möglichkeit, dass wir mal mit einer Reinigungsspirale unser Rohr wieder sauber bekommen. Doch dafür sollten wir uns auf jeden Fall noch ein extra Video anschauen. Unser Wandanschluss ist somit wieder dicht und jetzt müssen wir uns mal noch die Verschraubung etwas genauer anschauen, denn darunter befinden sich auch spezielle Dichtungen und entweder sind diese jetzt verkehrt herum eingebaut, schon irgendwie kaputt bzw. eingerissen, aber es kann natürlich auch sein, dass hier gröbere Verschmutzungen drauf sind und wir diese auch noch entfernen müssen. Hierfür am besten einfach mal die Verschraubungen gegen den Uhrzeigersinn lösen und dann können wir diesen Siphon nämlich auch schon auseinandernehmen. Bei mir kann ich super erkennen, dass die Dichtungen auf jeden Fall richtig rum dran sind. Bedeutet einfach, dass dieser Keil nach unten schauend ist und somit auch das Rohr richtig abdichtet. Und auch wenn ich das Ganze einfach mal optisch genauer betrachte, kann ich nirgendwo einen Riss erkennen. Und somit sollten die Dichtungen auf jeden Fall noch gut sein. Falls hier jetzt irgendwann ein Riss wäre, dann kann man so ein Dichtungsset auch nachträglich einfach noch nachbestellen. Bei mir werde ich auf jeden Fall so vorgehen, dass ich das Ganze einfach mal unter warmem Wasser ordentlich sauber mache, nicht dass hier doch noch irgendwo ein kleines Steinchen zum Beispiel drin ist, der die Undichtigkeit verursacht. Alle Dichtungen sind wieder sauber und jetzt nehme ich mal noch spezielles Sanitärkleidmittel bzw. im Notfall kann ich auch etwas Spülmittel hernehmen und gebe das mal etwas auf dieses Tauchrohr hier außen drauf. Da hinten habe ich übrigens auch schon etwas drauf geschmiert. Das hat einfach den Sinn, dass meine Gummidichtung einfach besser darauf flutschen kann. Und wenn es soweit ist,
dann muss ich mal meine Überwurfmutter, die wohl natürlich auch schon drauf war, schon hier richtig draufstecken und kann jetzt auch diese Verbindung und die da drüben wieder handfest zusammendrehen. Alles ist zusammengebaut, deswegen ich einmal wieder mein Siphon in die Gummimanschette hier hinten mit leichten Drehbewegungen hineingeben kann, bis ich hier vorne wieder bündig bin. Anschließend kann ich das Tauchrohr auch noch leicht verschieben, da ich das Ganze nur etwas hier unten angezogen habe und darf jetzt natürlich auch meine Dichtung hier oben nicht vergessen. Wichtig ist, wenn dazu eine kleine Einkerbung ist, beziehungsweise so eine kleine Wulst, dann sollte die meist nach unten schauen, dass die Dichtung einfach schön sauber in unserem Tauchrohr auch drinnen sitzt. Und anschließend muss ich mal meine Verschraubung im Uhrzeigersinn auch wieder handfest anziehen. Da unten kann ich das Ganze jetzt natürlich genauso machen und auch hier hinten. Und anschließend müssen wir natürlich auch noch alles auf Dichtheit prüfen. Hierfür das Waschbecken mit kaltem Wasser füllen, den Abfluss öffnen, das Wasser noch weiterlaufen lassen. Und ich kann dann auch schon mit den Fingern super bei den Verschraubungen fühlen, ob hier irgendwo etwas undicht sein sollte. Bei mir schaut es auf jeden Fall super aus. Darf natürlich auch meinen Wandanschluss hier hinten nicht vergessen, doch da ist auch alles trocken. Und sobald ich dann meine Rosette hier hinten noch draufgeschoben habe, haben wir auch schon unseren Siphon wieder richtig dicht bekommen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens einen neuen Siphon, ein spezielles Sanitärkleidmittel, eine neue Gummimanschette oder auch ein Dichtungsset zulegen möchtest, dann einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den Produkten von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.